Aber speichern wir mal drauf. Einfach mal hier. Clan-Rang Kriegsherr, auch ziemlich cool. Gefällt mir richtig gut. Und sind jetzt schon Potentat. Gefällt mir natürlich noch besser. Was ich noch als Game mit umstellen wollte, und zwar das mit den... Ja, das können wir mal ausstellen. Das, weil wir brauchen jetzt wirklich eine gute Heilung. Zum einen aber auch... ich weiß nicht, ob das jetzt klappt, wenn ich jetzt einen Gefährte Mediger einsetze. Also heißt, wenn irgendjemand eine Zustandsveränderung hat... Da könnten wir auch mal ändern. Wir haben jetzt genug, oder? Ja, das können wir machen. Und zwar, wenn jemand gestorben ist, einfach einen Schutzengel nachwerfen. Das heißt, eben der wird wiederbelebt, aber zugleich auch noch mit vollen TP. Das ist schon besser als Phönixfeder. 10-mal besser. Lasst euch da ruhig Zeit ein bisschen beim Gambit zusammenstellen. Weil der nächste Gegner wird sehr viel mit Zustandsveränderungen arbeiten, aber nicht mit positiven. Das soll ich gesagt. Drum wäre es auch noch wichtig, genau, das passt jetzt erstmal so, Schwarzgurte anzulegen. Haben wir denn noch welche? Ach, nur einen Schwarzgurt. Schwarzgurt oder Stiefel haben wir auch nur einen. Dann geben wir das mal, na, nicht Fran, sondern Barsch und Wahn. So. Genau. Und Fran ist ja eh ein bisschen abseits. Die kann mal aufpassen, dass sie keinen Sturm bekommt, weil das ist dann unser Haupthealer. Zwiebelkugeln, Daxalanze, also nicht elementare Waffen. Jetzt dürften wir eigentlich gewappnet sein. Ja, wir gehen kurz rein und dann mache ich noch die Gambits an. So, wo geht's denn hier genau lang? Aha. Wie kommt man da bitte rein? Alter Schwede. Hahaha, Alter. Hä? Ach so. Oh. Ups. Wir haben ja das Wasser abgelassen. Upsala. So, genau. Perfekt. Einfach hier mal außen rum gehen. Und da ist die... da ist der Kameraden da vorne. Da war zu. Und schau mal, was uns hier so erwartet. So, Leute, das ist der Sünder, ja, wie soll ich den Scheiß nennen? Kuchulain. Kuchulain nenne ich jetzt einfach mal. Und zwar ist das Problem, dass hier, ihr seht oben rechts unter der Karte, ein TP-Sinkungsfeld, also ein Sturzfeld im ganzen Kampf über. Ach, scheiße, ich wollte die Gambit nur anmachen. Oh, ich bin so blöd. Jetzt darf ich den ganzen Scheiß hier buffen. Ihr seht schon, ein Anti-TP-Feld. Anti setzt da auch noch ein. Ich glaube, da geht unser MP drauf. Ihr seht schon, wie schnell die Scheiße hier auch sinkt. Ach du Kacke. Wir werden es aber erstmal... Ja, was sollen wir machen? Bannen? Bannen auf jeden Fall. Bannen auf jeden Fall, ja. Die Phobars werden wir uns mal gar nicht kümmern. Wir werden jetzt einfach mal auf Kuchulain draufgehen. Oh, Toxin. Oh, lecko mio. Ihr seht auch, einer sollte immer draufhauen und auf jeden Fall einer muss heilen. Sonst geht da gar nichts. Hauptsache ein Damage-Dealer, hier zum Beispiel Wahn. Ihr seht schon, der ist gleich down. So muss sein. TP, oh, das ist ja auch fies. Ja, zum Glück wurde er rechtzeitig geheilt. Kümmert euch nicht um die Phobars, sondern einfach um Kuchulain. Und dann dürfte der liebe down sein. Schneller als ihr down sagen könnt. Oh, Defixgar ist auch fies.
Ah, Defix ist nicht so schlimm, wir können trotzdem angreifen. Und da war's schon. Das war's schon. Satz zu Ende gelacht, mein Lieber. Ja, aber gucken. Süß schauen tut er trotzdem. Und da haben wir die Lizenz. Die Beschwörungslizenz von diesem Sack. So, perfekt. So will ich das sehen. Ja, tut mir leid, dass diese Kämpfe so unspektakulär sind. Die spektakulären Kämpfe kommen erst noch, ja. Zünder Kutschulein. Ja, die kommen auf jeden Fall noch. Jetzt ist er noch ein bisschen lahm. Wir werden auf jeden Fall nochmal leveln gehen, nachdem wir einige Espa geschafft haben. Beziehungsweise bekommen haben. Aber bis dahin dauert das ja noch. Wir haben noch drei Espa vor uns. Und um den nächsten kümmern wir uns mal. Und zwar geht's dafür ab in die Berge. In die Mosphora Berge. Ja, ja. Stellt euch vor. So. Und, ah, scheiße, das ist ja gar kein Teleportkristall. Ja, speichern wir trotzdem. Na gut, dann einfach hier hin. Ist doch egal. Ist doch egal. Mensch, Junge. So. Und ab in die Endklär-Sektion. Ah nein, mein Blatt ist runtergefallen. Nein, wir wollen nicht gebufft werden. Bitte, nein, danke. So, jetzt erstmal nach Rebenester. Oh, da sind wir erst in der Unterstadt. Wir müssen auch noch hochgehen. Ah, ne, wir können einfach über die Südseite rausgehen zur Gießerebenenseite. Zum Südtor. So, von mir aus könnt ihr jetzt die Kiste vor Dallens Haus öffnen. Das würde ich aber wahrscheinlich nicht viel bringen. Denn, ja, wir haben jetzt die Daxalanze. Jetzt kann sie eh nicht mehr verschwinden. Eine zweite erscheint garantiert nicht mehr. Es gibt noch eine reelle Möglichkeit, oder eine ziemlich unwahrscheinliche Möglichkeit. Viele haben es wahrscheinlich davon schon gehört. Die Doxalanze noch einmal oder noch so viel man will zu bekommen. Allerdings ist das so eine Schweinearbeit. Beziehungsweise geht das auch nur wirklich gut unter einem bestimmten Glitch. Glaube ich mal. Oh, das, die Kiste ist gar nicht da. Nee, ich mach das einfach nicht. Mir ist es ehrlich gesagt zum einen zu blöd, zum zweiten finde ich, ist es auf jeden Fall schaffbar ohne die anderen Doxalanzen, weil wir eh schon so starke Waffen haben und mehr als 9999 Schaden können wir eh nicht machen. Also, von dem her bringt's auch nur mit einer, auf jeden Fall. Wo wollten wir hin? In die Mosphora Berge, ne? Perfekt. So, und zwar habt ihr sicher schon die ganzen hier diese Schreine schon gesehen. Was ist das für eine? Das ist der Süd-Süd-Windschrein. Den haben wir schon mal aktiviert gehabt. Und der sollte aktiviert sein. Den haben wir schon mal, glaube ich, für den China-Kragen gemacht. Und zwar haben wir das, da waren wir schon, ne? Da waren wir schon. Und da ist, glaube ich, hier, warte mal. Wir haben ja den auf jeden Fall schon mal hingeschoben, diesen Stein da oben, diesen erodierten Felsen, damit wir zu diesem China-Kragen hinkommen. Da befindet sich jetzt noch ein Schrein, glaube ich.
genau der hier. Aber irgendwie geht er nicht. Doch, so hier. Das ist nämlich der West-West-Wind Schrein. Und das werden wir jetzt nun den Schrein berühren. So, jetzt steigt wieder ein bisschen Schwebegras auf. So, jetzt müssen wir als nächstes noch zum Nordwestwind schreien. Ich weiß gar nicht mehr, wo der ist. Vielleicht ist es der da vorne. Schauen wir einfach mal ein bisschen durch. Der schaut ein bisschen nördlich und westlich aus. Der will anscheinend nicht. Ist da noch irgendwo Schreine? Ne, anscheinend nicht. Das ist der Nordwestwindschrein und diesen müssen wir ebenfalls aktivieren. So, jetzt sind wir eigentlich schon fertig mit den Vorbereitungen. Jetzt können wir uns der nächsten Bestie stellen. Und zwar ist das so, dass bei diesem Kampf der Befehl Items blockiert ist. Besonders ausrüsten müsst ihr euch dafür wirklich nicht. Außer, dass ihr halt ein bisschen genügend TP haben solltet. Beziehungsweise was Dupliketten betrifft, wie gesagt. Da können wir eigentlich mal alle dann teilhaben lassen, weil Zustandsveränderungen setzt er eigentlich kaum ein. Werden kurz mal die TP hochheilen und er wird ab und zu mal Refleck auf sich zaubern, aber das sollte uns nicht weiter stören, weil wir eigentlich eh nur mit, wie heißt's, mit physischen Attacken angreifen. 119.000 hat das Viech, also wirklich keine großartige Herausforderung. Aber wir können noch Kutschulein irgendwie lizenzieren, zu wem bitte am besten passen, vielleicht Ash. Ash passt da ganz gut, finde ich. Die hat er, glaube ich, erst ein. Miau. So. Jawohl. Die hat jetzt auch zwei. Perfekt. Und dann gehen wir wieder hoch. Ha, mit viel Glück ist da nochmal Hina-Kragen drin. Ne? Schauen wir mal. Ah, schade. Oh man, das war auch so eine Drecksarbeit. diesen scheiß Kragen zu bekommen. So. Und zwar dürfte sie jetzt der Weg aufgrund der Betätigung dieser Schreine hier oben frei sein. Können wir gleich mal gucken. So. Nein! Oh, nicht wieder rein. Und zwar dürften jetzt hier hochkommen und der Weg an diesen Volturas oder wie die Scheißdinger heißen frei sein. Ja, ihr seht schon. So, wir werden uns kurz mit Valga, Haska und Protega aufrüsten und dann ab ins Gebattle. Die machen eh no damage. So, los geht's. Schauen wir mal rein.